ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In ganz Deutschland haben wieder mehrere hunderttausend Menschen gegen Rechtsextremismus und für Vielfalt und Demokratie demonstriert. Kundgebungen und Veranstaltungen gab es unter anderem in Berlin, Dresden, Augsburg und Freiburg. Schon in den vergangenen drei Wochen waren Hunderttausende auf die Straße gegangen, ausgelöst durch Berichte über ein geheimes Treffen von Rechtsextremen und AfD-Vertretern. Es ist richtig voll geworden, trotz Wind und Regen, am Nachmittag in Berlin auf der Wiese vor dem Reichstag. Nach Angaben der Polizei sind es am Ende mehr als 150.000 Demonstrierende, die hier eine symbolische Brandmauer gegen Rechtsextremismus bilden und ein Zeichen setzen wollen gegen die AfD. Wir kommen aus Thüringen und denken einfach, dass wir jetzt größer das Zeichen ist, desto besser. Ich glaube, dass es Leuten zeigt, dass mehr Leute denken wie sie und dass Leute es vielen Leuten wichtig ist. Ja, gegen Recht zu sein, gegen Hass zu sein und vielleicht Leute anstacheln, da auch mehr ein bisschen politischer zu werden und mehr zu machen. Zur Kundgebung aufgerufen hatte das Bündnis Hand in Hand, jetzt solidarisch aktiv werden. Mehr als 1.800 Organisationen aus der breiten Gesellschaft teilten den Aufruf, darunter auch viele Sportvereine. Die Veranstalter hatten ursprünglich nur mit 100.000 Teilnehmenden gerechnet. Wegen des großen Zustroms wurden zusätzliche Versammlungsflächen zur Verfügung gestellt. Ich hoffe von diesem Tag vor allen Dingen, dass es nicht nur der letzte Tag ist, sondern dass es sich vielleicht auch ein bisschen länger trägt. Wie schon an den vergangenen beiden Wochenenden gingen aber nicht nur in Berlin, sondern auch wieder in vielen anderen deutschen Städten zahlreiche Menschen auf die Straße. Wie hier in Dresden. In Augsburg kamen etwa 25.000 Menschen zusammen. Die entscheidende Frage ist, ob die Energien, auch die Protestbereitschaft, die Aktivität, Tätsbereitschaft, die jetzt sichtbar ist und vorhanden ist, ob die in längerfristige Strukturen eingebunden werden kann. Das würde bedeuten, dass die Leute eben nicht nur heute oder wann auch immer einmal zum Demonstrieren gehen, sondern dass sie bereit sind, auch Flagge zu zeigen in ihrem Alltag, am Arbeitsplatz, im Sportverein oder wo auch immer. Neben der Gesellschaft sei aber auch die Politik gefordert. So forderten viele Redner heute die demokratischen Parteien auf, sich deutlicher gegen rechtsextreme Tendenzen zu stellen. Im ostfriesischen Leer haben mittelständische Unternehmer wie Handwerker und Landwirte heute gegen die aktuelle Bundespolitik protestiert. Sie fordern weniger bürokratische Auflagen und mehr Planungssicherheit. Viele Betriebe sorgen sich wegen steigender Kosten und Personalmangels um ihre Existenz. Auch in Regensburg nahmen Hunderte an einer Kundgebung teil. Dort forderte Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Aiwanger die Ampelregierung auf, den Mittelstand stärker zu unterstützen. Hunderte Landwirte haben auch rund um den Frankfurter Flughafen protestiert. Sie fuhren mit etwa 400 Traktoren vor das Gelände. Die Zufahrt zu den Terminals blieb laut einem Flughafensprecher aber möglich. Seit Wochen demonstrieren die Bauern gegen die Pläne der Bundesregierung, Steuervergünstigungen beim Agrardiesel abzuschaffen. Mit der heutigen Aktion wollten sie auch darauf aufmerksam machen, dass Flugbenzin weiterhin nicht besteuert werden soll. Die USA haben eine Serie von Luftangriffen in Syrien und im Irak geflogen. Bei deren Regierungen stieß das auf scharfen Protest. Nach Angaben aus Bagdad und syrischen Oppositionskreisen wurden mindestens 45 Menschen getötet. Die US-Armee sprach von Vergeltung für einen Drohnenangriff in Jordanien, bei dem am vergangenen Wochenende 3 US-Soldaten getötet worden waren. Washington machte dafür Milizen verantwortlich, die vom Iran unterstützt werden. Iranischen Boden griffen die USA aber nicht an. Die meisten Ziele lagen nach Recherchen der New York Times an der syrisch-irakischen Grenze. Die Angriffe kamen mitten in der Nacht. 30 Minuten lang bombardierten amerikanische Streitkräfte 85 Ziele in Syrien und im Irak. Laut US-Angaben sei es darum gegangen, Kommandozentralen, Stellungen von pro-iranischen Milizen und Waffenlager zu zerstören. Nur Stunden zuvor hatte US-Präsident Biden den 3 in Jordanien getöteten Soldaten die letzte Ehre erwiesen. Alle, die den USA schaden wollten, sollten wissen, man werde darauf reagieren, schreibt danach das Weiße Haus.
Aus Bagdad heißt es am Morgen, mindestens 16 Menschen seien getötet worden. Auch Syrien, der Iran und Russland kritisieren die Militäraktion. Teheran spricht von einem strategischen Fehler der USA. In Europa wächst unterdessen die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Beim informellen EU-Außenministertreffen wird gewarnt, der Nahe Osten sei ein Kessel, der explodieren könne. Wir haben große Sorgen. Wir fordern Zurückhaltung, Dialog und diplomatische Bemühungen. Präsident Biden am Mittag in seiner Wahlkampfzentrale. Kein Kommentar zu der Militäraktion. Der oberste Befehlshaber ist zurück im Wahlkampfmodus. Auch ein Signal an die, die eine Verschärfung des Konflikts befürchten. Die Botschaft aus dem Weißen Haus ist eindeutig. Wer amerikanische Soldaten tötet, muss mit Vergeltung rechnen. Präsident Biden will Stärke zeigen. Und dennoch hat Washington auch klargemacht, man will keine weitere Eskalation im Nahen Osten. Im Gazastreifen gehen die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation Hamas weiter. Bei einem Luftangriff auf die Stadt Rafah sind nach Angaben örtlicher Behörden mindestens 14 Menschen getötet worden. Rafah liegt am südlichen Ende des Gazastreifens. Israel hatte gestern angekündigt, seine Offensive dorthin voranzutreiben. Wegen der Kämpfe weiter nördlich haben in der Gegend mehr als 1 Million Menschen Zuflucht gesucht. In Moskau sind bei Protesten von Angehörigen russischer Soldaten mindestens 27 Menschen vorübergehend festgenommen worden. Es soll sich um Journalisten gehandelt haben. Bei der friedlichen Demonstration forderten Frauen, dass ihre Männer und Partner von der Kriegsfront in der Ukraine abgezogen werden. Die Polizei war bislang nicht gegen solche Proteste vorgegangen. Nur die Männer nehmen sie mit. Vor allem Journalisten, erkennbar an den gelben Westen, die Medienleute hier tragen müssen, wenn sie über Proteste berichten. Mehr als 20, auch ausländische, sollen festgenommen worden sein. Berichtet haben sie über den Protest der Frauen mit den weißen Kopftüchern. Seit Wochen kommen sie jeden Samstag zum Moskauer Grabmal des unbekannten Soldaten. Ehefrauen, Mütter, Schwestern von Einberufenen, manche hier finden den Krieg richtig, wollen aber, dass jetzt andere kämpfen. Andere waren von Beginn an dagegen. Sie eint die Sorge um die Männer. Die sind seit der Mobilmachung seit 1,5 Jahren im Krieg. Wir wollen unsere Männer lebendig zurück. Ich will keine Geldzahlungen. Ich will meinen Mann zurück. Warten vor der Polizeiwache. Viele der Festgenommenen, nicht alle, sind bis zum Abend wieder frei. Auch Dmitri, der für den Spiegel fotografiert hatte, kam nach etwa 4 Stunden frei. Sie hatten mir alles abgenommen, Kamera, Telefon. Ich konnte überhaupt niemanden anrufen. Soldatenfrauen wurden nicht festgenommen. Die Spiegel-Korrespondentin wundert das nicht. Ich erkläre mir das so, dass sie die Frauen selber nicht festnehmen können, weil ihre Männer an der Front sind. Und deswegen versuchen sie durch die Festnahmen der Journalisten, die über sie berichten, Druck auszuüben. Druck auf die Frauen, aber nicht nur auf sie. Lange konnten die Aktionen der Soldatenfrauen weitgehend unbehelligt stattfinden, zum Erstaunen vieler. Doch heute, 6 Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Russland, war das ein klares Signal, auch an die Medien. Berichterstattung über die Proteste der Frauen ist unerwünscht. Nach 2 Jahren politischer Krise hat Nordirland eine neue Regionalregierung. Mit Michelle O'Neill von der katholisch-republikanischen Sinn Féin-Partei ist zum ersten Mal eine Politikerin an die Spitze der Regierung gewählt worden, die eine Vereinigung mit Irland anstrebt. Irland gehört zur EU. Nordirland ist Teil des Vereinigten Königreichs. 1998 beendete das Karfreitagsabkommen den jahrzehntelangen Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken. Es regelt, dass beide Konfessionen gemeinsam eine Regionalregierung bilden müssen. Nach der letzten Wahl kam 2 Jahre lang keine Koalition zustande, weil es Streit um die Folgen des Brexit gab. Manche Viertel in Belfast sind noch immer markiert. Die der pro-britischen Protestanten, die Nordirland im Vereinigten Königreich sehen. Und die der pro-irischen Katholiken, die sich mit Irland wiedervereinen wollen. Die Regierung stellen stets beide Seiten, so will es ihr Friedenspakt. Mit Michelle O'Neill führt nun zum ersten Mal in der Geschichte eine Katholikin, eine Pro-Irin der Partei Sinn Féin, die Regierung in Nordirland an. Obwohl wir unterschiedliche Vorstellungen haben, wohin wir gehören, die Leute verlangen, dass wir zusammenarbeiten.
Manche nennen ihre Wahl auch deshalb eine Zeitenwende, weil Sinn Féin offen für ein Referendum zur Wiedervereinigung mit der Republik Irland wirbt. Es zeigt, ein neues Irland keimt auf. Ein Ende der Teilung, die irische Vereinigung. Widerstand ist absehbar. Fast zwei Jahre hat die pro-britische Seite eine Regierungsbildung blockiert, weil der Brexit den Handel mit dem Rest im Königreich erheblich erschwert habe, die Verbundenheit zu Großbritannien deshalb leide, eine Abkehr nur in die Karten spiele. Noch ist laut Umfragen eine Mehrheit für eine Wiedervereinigung nicht in Sicht. Doch auch in der Republik Irland könnte Sinn Féin in diesem Jahr die Wahlen gewinnen. Dann würde die Partei im Norden und Süden regieren und könnte die Weichen für eine Volksabstimmung über die Wiedervereinigung stellen. In der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen die Tabellenführung verteidigt. Verfolger München besiegte zu Hause Mönchengladbach mit 3:1. Aber Leverkusen gewann ebenfalls und schlug Aufsteiger Darmstadt mit 2:0. Leverkusen in Schwarz und Rot hat nach einer guten Viertelstunde die erste eigene Torchance durch Lojek. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Partie aber ausgeglichen. Darmstadt kompensiert die spielerischen Nachteile durch großen Einsatz, aber die Abschlüsse, wie hier von Pfeiffer, haben nicht die gleiche hohe Qualität. Die Führung von Leverkusen in der 33. Minute, vorbereitet von Wirtz und Grimaldo, erzielt von Teller. Sehenswert in Entstehung und Abschluss 0:1 zur Pause. Nach dem Wechsel dominiert der Tabellenführer und erhöht in der 52. Minute zum 0:2. Erneut ist Teller der Torschütze. Weitere gute Möglichkeiten bleiben ungenutzt. Florian Wirtz trifft in der 75. Minute die Latte und in der Nachspielzeit scheitert Iglesias an Darmstadts Torwart Marcel Schuhen. Leverkusen gewinnt souverän und spielt am Dienstag im DFB-Pokal gegen Stuttgart und am nächsten Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern. Bayern München gewinnt 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach und bleibt 2 Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Den besseren Start erwischen die Gäste nach diesem Abschlag von Neuer und der Balleroberung von Elvedi gegen Müller. Erzielt der Schweizer die 1:0-Führung für die Gäste. Noch vor der Pause gelingt dem FC Bayern der 1:1-Ausgleich durch den 19-jährigen Alexander Pavlovic aus der FC Bayern Jugend. Mit seinem 24. Saisontor erzielt Harry Kane den 2:1-Führungstreffer für den FC Bayern. Den 3:1-Endstand köpft Matthijs de Ligt kurz vor Spielende nach einem Freistoß von Sané. Für Nationalspieler Leroy Sané ist es bereits der 11. Assist in dieser Saison. Und für Thomas Müller ist das heute der 500. Pflichtspielsieg in seiner Karriere. Die weiteren Ergebnisse: Freiburg-Stuttgart 1:3, Mainz-Bremen 0:1, Bochum-Augsburg 1:1 und im Spiel Köln gegen Frankfurt steht es kurz vor dem Ende 2:0. Gestern trennten sich Heidenheim und Dortmund 0:0. Morgen gibt es noch 2 Spiele. Wolfsburg trifft auf Hoffenheim und Leipzig empfängt Union Berlin. Die Tabelle: Leverkusen weiter auf Platz 1 mit 2 Punkten vor München. Dahinter Stuttgart und Dortmund. Bremen klettert auf Platz 8. Aufsteiger Heidenheim ist 10. In der Abstiegszone Köln vor Mainz und schließlich Darmstadt. Was für ein Tag für Lisa Buckwitz. Gleich mehrere Träume gingen für die Monobob-Pilotin vom BRC Thüringen in Erfüllung. Beim Weltcup im lettischen Sigulda holte sich Buckwitz den Startrekord und krönte sich mit einem starken zweiten Lauf zur Europameisterin. Bei ihrer Premiere auf der technisch anspruchsvollen Bahn verwies sie die Rumänin Andrea Grecu auf den 2. Platz. Titelverteidigerin Laura Nolte haderte etwas mit der Technik ihres Schlittens, denn die Bremse schliff in den Einfahrten der Kurven leicht auf dem Eis. Trotzdem fuhr Nolte zu EM Bronze. Und hier noch die Lottozahlen: 3, 14, 19, 21, 23, 24, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 4. Februar. Die Westwetterlage mit feucht-milder Luft bleibt uns erhalten und damit auch das unbeständige und windige Wetter.
Heute Nacht gibt es im Norden sowie am Alpenrand Wolkenlücken, sonst ist es bedeckt und es fällt mancherorts Regen oder Sprühregen. Auch morgen bleibt die Wolkendecke meist geschlossen und in der Mitte regnet es zeitweise, am Nachmittag auch im Norden. Im äußersten Süden zeigt sich öfter die Sonne. Bei etwa 10 Grad bleibt es im Westen heute Nacht sehr mild, an den Alpen dagegen um 0 Grad. An der See und im Bergland morgen wieder nur einstellige Werte, sonst um 10 Grad oder etwas darüber. Am Montag weiterhin sehr windig, dabei im Nordosten regnerisch, Richtung Westen und Süden aber auch Sonnenschein. Am Dienstag ähnliches Wetter, am Mittwoch dann überall unbeständig und von Norden wird es langsam kühler. Um 23.30 Uhr berichten die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni über die immer größer werdenden Demos gegen Rechtsextremismus. Und es geht um Nordirland, wo nach 2 Jahren Machtvakuum eine Katholikin zur Regierungschefin gewählt wurde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.